Hallo Leute und willkommen zurück zu The Sims 4. Heute im Create a Sim Modus und außerdem mit dem anderen Haushalt. Denn ich habe ja gesagt, ich würde diesem Haushalt gerne ein kleines Kätzchen geben. Vor allem der lieben Marie. Ich finde, das passt irgendwie richtig gut. Und deshalb erstellen wir jetzt eine kleine Katze. Ja, bitte, ich möchte gerne ein Tier hinzufügen und eine Katze. Mal schauen, was da so rauskommt, abgesehen von ihren Schuhen, die wir gerade sehen. So, Leute, lasst uns doch mal gucken. Das waren jetzt nur die Positionen, ne? Wie kann ich das denn machen, dass wir eventuell eine kleine Katze bekommen? Also, ich weiß nicht, ob ich das wirklich möchte. Kleines Baby, Katzenbaby. Die Sache ist die, das könnte ich doch hier machen, ne? Genau, da könnte ich das machen. Och ja. Och ja, lass uns ein kleines Kätzchen machen. Ich habe halt keine Ahnung, wie das ist, ob die überhaupt krank werden können. Ich habe ja so ein bisschen die Hoffnung, dass die liebe Marie dann mal in der Tierklinik vorbeischaut. Aber wir machen jetzt erstmal ein kleines Kätzchen. Und wie ist dein Miau und so? Oh, das ist sehr hell. Was haben wir hier? Ist das nicht eher so ein... Ach, das ist ein komisches Waschbär-Keckern, ne? Nee, nee, wir nehmen das einfach mal so. Und jetzt muss ich erstmal wieder durchschauen. Ich habe, glaube ich, schon in der letzten Folge gesagt, dass ich, wenn, dann gerne eine schwarze Katze hätte. Die Sache ist jetzt nur die, wir müssen erstmal die Rasse festlegen. Und ich habe von Katzen absolut gar keine Ahnung. Also, überhaupt nicht. Ich kenne Perserkatzen, ich kenne Maine Coon. Und ich glaube, das war es auch, ne? Amerikanisch Kurzhaar kann ich null zuordnen. Also gut, man sieht es jetzt hier, aber... Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Ist das eine Siam? Ach nee, das ist Balinese. Okay, das ist Bengal. Doch, die kenne ich auch noch. Das ist Birma. Moment, kennt man auch. Heilige Birma. Und das sind so die typischen Schwarzen, ne? Schwarze Katze. Und was bist du dann für eine Bombay-Katze? Was ist denn da jetzt der Unterschied? Pass mal auf, stell dich doch mal wieder hin, genau. Die sind für mich genau gleich gerade. Lass uns mal das Gesicht anschauen. Ja, ich weiß nicht. Also die hier könnten wir auch in so einem Braunton nehmen, aber das möchte ich gar nicht. Ich möchte ja schon, dass die Katze vielleicht auch irgendwie so ein bisschen was vom Vampir oder so hat. Müssen wir mal gucken, wie wir das hinbekommen. Was bist du für eine? Ach ja, ich weiß ja nicht, ob wir dann die typische schwarze Katze nehmen sollen. Wobei ich die eigentlich ganz cool finde. Gibt es aber so nicht in Schwarz, ne? Könnten wir aber bestimmt irgendwie anpassen. Russisch-Blau. Ach nee, das sind diese typischen aus der Schäber-Werbung. Das ist gar nicht so mein Ding. Ich würde fast sagen, wir nehmen die Standard-Schwarze. Oh, das ist aber auch niedlich. Oh, die ist aber... Oh, die ist auch süß. Oh, Leute, die ist auch so niedlich. Aber ich habe jetzt irgendwie die ganze Zeit so die Luna von Sailor Moon im Kopf, wisst ihr? So ein bisschen düster, aber trotzdem niedlich. Nicht. Was bist du für eine? Oder aber, was auch eine Idee wäre, sind diese Nacktkatzen. Sind das? Moment mal, das ist die nicht, ne? Sind diese Nacktkatzen, Moment, nach Rasse filtern? Nee, Quatsch, ich möchte nach Rasse suchen. Sind das, genau, Sphinx, sind das die? Nee. Doch. Doch, das sind die. Das fällt gerade nur nicht so auf. Oh, das wäre auch gut. Bekommen wir die denn vielleicht irgendwie ins Schwarz hin? Gucken wir gleich mal, ne? Also, das hier ist auf jeden Fall die Rasse. Das sind die Schwänze. Ja, da würde ich natürlich schon den langen bevorzugen. Das sieht total blöd aus. Und das ist die Fellfarbe und das Muster. Ich kann doch da, seht ihr, ich kann auch einfach sagen Schwarz. Oh, auch toll, ne? Aber ich möchte ja, wenn, wirklich Schwarz. Also so rötlich finde ich auch ganz niedlich. Sowas ist leider gar nicht mein Fall. Und weil ich mir das jetzt auch so schön überlegt hatte für Marie. Ja, das ist auch okay, aber... Ja gut, das geht natürlich gar nicht, ne? Obwohl... Ey, das ist witzig. Doch. Ich meine, es sagt ja auch keiner, dass dieser Haushalt nur eine Katze bekommt, ne? Vielleicht überlegen wir uns später, dass die Maike auch noch eine bekommt. Vielleicht auch einen Hund oder so. Aber das finde ich jetzt richtig gut für Marie. Nee, nee, die sind jetzt alle so normal 0815, sag ich mal. Weil das auch gut ist. Aber das wäre jetzt schon echt witzig. Also das hat sowas Vampirisches, Untotes. Das
gefiel mir schon ganz gut. Nee, das ist nicht so. Nee, also bunt eigentlich ungerne, muss ich sagen. Das ist so ein bisschen robotermäßig, ne? Nee, also wenn dann das hier. In welchen Farbkombinationen gibt's das? Ey, das ist witzig. Das ist echt cool. Ey, da bin ich ja schneller fertig als gedacht. Ich dachte jetzt, dass das hier irgendwie die ganze Folge oder so dauert. Aber ich finde das gerade so cool und auch besser als das, muss ich sagen. Das ist so typisch Skelett und das ist ja so ein bisschen, ja, geflickt, ne? Würde ich mal sagen. Mit ganz vielen Flicken drauf. Ja, auch niedlich, aber das hier finde ich schon fast besser. Du hast jetzt einen neuen Follower. Ach ja, wie schön. Ich würde aber eventuell, das sind die Pfoten, ne? Die würde ich eventuell noch ändern. Wir können ja auch noch ein kleines bisschen mehr schwarz machen. Also, was ist denn jetzt alles grau? Das Grau haben wir jetzt, ne? Oh. Ja, das wirkt natürlich nicht mehr so. Aber ich finde das trotzdem gut. Ja, nee, in einem anderen Ton im Moment wirkt das doch ein bisschen mehr. Was hatte ich denn gerade? Dieses dunkelrote. Was war das denn gerade? Das hier. Nee, das finde ich gut. Ich möchte nur ganz gerne den Kopf gleich vielleicht nochmal ändern. Ja gut, aber Moment. Dann machen wir jetzt erstmal hier weiter Fell. Sieht das denn mit viel Fell besser aus? Ich würde fast sagen so, oder? Das andere passt jetzt so gar nicht dazu. Anstrichmodus, ja gut, das brauche ich ja im Endeffekt eigentlich gar nicht, ne? Denn ich finde das so ganz gut. Ich möchte sie jetzt da nicht noch weiter bemalen. Moment mal, bekommen wir denn den Farbton irgendwie hin? So Punkte in den Ohren. Ist doch auch doof, ne? Das soll jetzt auch nicht zu abgedreht und bunt werden. Ich meine, das hier reicht ja schon. Nee, komm, dann gehen wir doch wieder zurück. Und das war's, ne? Dann schauen wir mal, was wir hier noch so haben. Kopfform. Ah. So eingedrückt mag ich überhaupt nicht. Das ist schon viel besser. Aber was hatten wir denn vorhin? Was war denn jetzt Standard? Das hätte ich gerne, ganz gerne wieder. Das war Standard, das passt viel besser. Und was ist mit den Ohren? Ja, ich denke, da müssen auch die auf jeden Fall bleiben, ne? Können wir denn? Können die sogar noch ein bisschen länger machen? Ja, das ist schon gut. Müssen wir mal gucken, was ist denn hier? Kann man das nicht irgendwie? Ah, so kann man es ein bisschen reindrücken. Ja, die kann ja ruhig ein bisschen skurril aussehen. Das finde ich jetzt gar nicht so schlimm. So, die Nase. Da, warte mal, werde ich dich auf jeden Fall so zur Seite drehen. Das finde ich gut. Das ist gut. Und wie ist das mit der Farbe? Ja, das gefällt mir. Nee, das ist nicht so. Was habe ich hier? Das ist mir fast eine Nummer zu viel. Was ist jetzt besser? Das hier oder... Nee, Quatsch, das hier? Das oder das? Ich würde fast sagen, das ist besser, ne? Es geht mehr in die Richtung rosa und passt dann doch ein bisschen besser zum Rest. Also Schnurhaare in schwarz. Doch, also in schwarz finde ich es viel, viel besser als in grau. Du bekommst schwarze Schnurhaare. Jetzt ist die Frage, was machen wir mit deinen Augen? Finde ich gut. Oh, das sieht so ein bisschen traurig aus. Oh Gott. Ich würde ja gern sowas machen, ne? Aber ich weiß nicht. Nee, also das wirkt zu traurig. Das finde ich super witzig. Aber wir können ja nicht so eine dumm aussehende, lustige Katze machen, oder? Also können wir schon, aber ich weiß nicht, ob ich das für Marie wirklich möchte. Was finde ich denn hier besser? Die sind ein bisschen größer, ne? Gut, wir können sie natürlich auch noch anpassen. Ich würde nämlich ganz gerne... Moment mal, genau. Ja, das vielleicht so ein bisschen drehen. Jetzt ist nur die Frage, die Augenfarbe. Das passt gar nicht so gut. Das ist jetzt grün. Also ich finde grün schon richtig gut, muss ich sagen. Also zwei Augenfarben möchte ich, glaube ich, ungerne. Nee, das Grün.
Grün ist super. Doch, das sticht auch so ein bisschen hervor. Das finde ich ganz gut. Ich wollte noch mal kurz bei den Ohren gucken. Können wir das eigentlich so machen, dass wir ein so ein Schlappohr haben? Geht das? Anscheinend nicht, ne? Wäre auch witzig, aber passt wahrscheinlich besser zu einem Hund. Ja, ich lasse es jetzt so, weil ganz ehrlich, so hätten wir... Moment. Nee, Quatsch. Ich möchte die Augen. Nee, ich mache jetzt nochmal zurück. Also, ich möchte... Stopp. Jetzt muss ich das nochmal so machen. Also, Augenfarbe anpassen. Ja, nee. Achso, das ist jetzt das Auge. Und wenn wir das andere jetzt so machen... Nee, das finde ich doof. Das finde ich echt doof. Lasst uns hier die gleiche Augenfarbe nehmen. Anstrichmodus brauchen wir eigentlich auch nicht, ne? Oh Gott, nein. Nein, das brauchen wir nicht. Das machen wir wieder rückgängig. War es das schon? Oh. Oh, was hast du denn da hinten, meine Liebe? Wie bekommen wir das denn jetzt weg? So? Ah. Aha. Aber war es das schon? Irgendwas gefällt mir am Kopf noch nicht so ganz. Lass uns nochmal irgendwie ins Detail gehen. Irgendwas muss bei dir noch besonders sein. Ich weiß noch nicht, was. Können wir? Ah, die Ohren so ein bisschen nach... Oh Gott, nach außen drehen. Das ist schrecklich. Das ist so ein bisschen nach innen, ne? Ja. Also von der Seite finde ich sie gerade noch ein bisschen süßer als von vorne. Kann man das hier noch ein bisschen... Ich dachte, man kann das Kinn eventuell noch ein bisschen runterziehen. Und die Schnurhaare sind ja wieder grau. Das wollen wir ja gar nicht. Wo haben wir denn jetzt die Schnurhaare? Da waren sie doch gerade. Schnurhaare, da sind sie. Die möchte ich doch natürlich in schwarz. Ja, ich dachte, man kann das hier vielleicht noch ein bisschen runterziehen. Aber das geht so gar nicht, ne? Ich überlege gerade, Leute, ob das mit dem Anstrich echt so gut ist. Ja, aber doch. Also... Irgendwie finde ich es gut, aber vielleicht jetzt auch, weil ich was ganz anderes im Endeffekt im Kopf hatte und ich jetzt einfach nur an eine schwarze Katze dachte. Ja, komm, der kann ja schon etwas länger sein. Doch, die ist toll. Die ist wirklich toll, aber irgendwas ist noch mit deinem Gesicht. Wenn wir die Nase noch mal ein bisschen schmäler machen. So. Ich hätte das hier gerne... Ah, so ist es ein bisschen dicker. Was können wir hier an der Spitze machen? Ach so, können wir die nur noch hochziehen, okay. Und vielleicht ein... Nee, Moment. Einen relativ dünnen Hals? Ja. Du gefällst mir schon, meine Liebe. Das Problem ist, ich habe natürlich noch überhaupt keinen Namen für dich, ne? Und wie konnte ich denen hier nochmal Klamotten geben? Wie ging das denn noch, Leute? Fell, nee, Anstrichmodus, bloß weg da. Ich möchte keinen Anstrichmodus. Wie siehst du aus, wenn du sitzt? Ach ja, wenn du Männchen machst? Oh, süß. Und wenn du dich hinrollst? Ja, Suki. Aber Leute, wie konnte ich denn nochmal die Klamotten hier auswählen? Anstrichmodus Fell, das ist schon wieder ewig her. Das sind nur die Rassen. Könnt ihr mir das mal verraten? Vermutlich werdet ihr es mir verraten, aber leider zu spät. Feldzeichnung. Glatt-Tigerkatze. Nein. Nein. Aber eigentlich möchte ich ihr gar nichts anziehen. Ich wollte es gerade nur mal just for fun irgendwie durchgehen. Ja, aber du musst doch ein Halsband bekommen. Moment mal. Feld, du musst doch ein Halsband kriegen. Also wenigstens das. Das ist die Rasse. Das sind die Schwänze. Das ist klar. Was ist, wenn ich nochmal hier drauf gehe? Augenanstrichmodus. Leute, Kopfform. Da fuck. Wie kriege ich das denn nochmal hin? Oder geht das gerade generell nicht? Pass mal auf. Nee. Ich dachte, vielleicht geht es generell nicht, weil wir jetzt schon so eine angestrichene Katze haben. Moment, ich möchte genau. Wie geht das denn nochmal? Ach, blöd. Blöd. Das finde ich ja gerade nicht so schön. Ich muss doch wieder... Ich muss doch zu dieser, ich sag jetzt mal, Standard... Standardsicht kommen, dass ich sie auch größer und dicker und dünner machen kann. Bin ich jetzt doof? Habe ich so lange kein Sims mehr gespielt? Gerissen. Diese Katzen lernen schnell und manche behaupten, sie könnten Simlish verstehen. Flauschig, Freigeist, reserviert. Verspielt, vielfraß. Ich überlege gerade, was alles passen könnte. Herumtreiberin. Diese Katzen schleichen gern durch die Nachbarschaft. Ich weiß nicht, faul.
Diese Katzen erkunden neugierig ihre Umgebung. Sie machen sich rund um das Haus gern auf die Suche nach irgendwelchen Gegenständen. Oh ja, warum nicht, ne? Warum nicht? Verspielt, reserviert. Können wir das denn nochmal rausnehmen? Gerissen möchte ich gar nicht. Ich möchte lieber verspielt. Oh. Ach du Süße. Anhänglich, ja vielleicht auch, oder? Anhänglich ist doch auch schön. Oh, oh toll. Ja, Leute, ich habe noch keinen Namen und ich habe auch keinen Plan, wie ich dir hier was anziehe, meine Liebe. Wie ist denn das, wenn ich jetzt mal gerade Zufall mache? Schade, ich hatte gehofft, ich kriege hier eine zufällig mit Halsband und kann dann irgendwie da drauf gehen. Bin ich jetzt doof? Schwänze, Fell. Wie ging das denn noch? Detailbearbeitung ist Quatsch. Nee, das ist ja totaler Quatsch. Hier Augen. Nee, Anstrichmodus. Nein. Ich möchte keinen Anstrichmodus. Ich möchte, dass du ein Halsband bekommst. Ich meine, das haben wir bei der Luna auch, ne? Also irgendwie muss das ja funktionieren. Ich habe zu lange kein Sims mehr gespielt. Es tut mir echt leid. Rassen. Nee. Rassenmischer? Nee, wollen wir auch nicht. Warte mal, was ist denn? Da bekomme ich auch nur die Sicht. Was, wenn ich auf deinen Hals klicke? Ey, Leute, bin ich jetzt doof? Oder geht das in dem Modus hier gar nicht? Das kann natürlich auch sein. Ich bin echt verpeilt. Sorry, ne? Aber okay, du bist erstmal fertig, meine Liebe. Und ich habe absolut keinen Namen für dich. Was ist denn ein typischer Katzenname? Hilda? Tiger? Fifi? Fiona? Auch Fiona finde ich ganz cool. Oder Minka oder so. Aber das ist so normal, ne? Bea? Kim? Nee, Libby. Oh, Libby ist ein toller Name, aber nicht für eine Katze. Amika? Ginger? Passt gar nicht. Tofu? Hope? Bacon? Nein. Sascha? Prinzessin? Oh Gott, nein. Monka? Was habe ich gerade gesagt? Minka, ne? Also Minka war gut. Fiona finde ich aber auch gut. Wäffelchen? Was zur Hölle? Ria. Doodle? Mini. Kate Coco. Nee, ganz ehrlich, Amika. Gracie. Kitty. Ja, Kitty ist so 0815. Pixel Doris? Ja gut, Luna ist klar. Volkneu, wie langweilig ist das denn? Kira Brooke. Mimi? Gucci passt gar nicht zu ihr. Duchess oder Duchess Brenda. Shadow. Oh, wobei Shadow gar nicht schlecht wäre. Olive. Oh, auch ein schöner Name eigentlich, ne? Frankie. Myrtle. Nein. Kelly. Amy. Maggie. Ich kann mich nicht entscheiden. Nibbler. Dakota. Kia. Pickles. Sprinkles. Prinzessin. Törtchen. Loma. Heidi. Frankie. Brooke. Nee, Leute, wisst ihr was? Shadow. Shadow ist cool. Minka ist so 0815 für eine Katze. Fiona finde ich fast schon zu schön, den Namen, um eine Katze so zu nennen. Würde ich jetzt eher vielleicht mal, keine Ahnung, ein weiteres Kind oder so Fiona nennen. Ja gut, wie nennen wir dich? Olive. Oh, Olive ist auch so schön. Maya können wir nicht machen. Toki. Shiloh. Nee, so Shiloh Julie Pitt, ne? Nee, Titus. Nougat, ernsthaft, Lola, Chester, Bacon, Clover, Fei-Fei? Was ist das denn für ein Mist? Lilly, Maggie, Sam. Nee, weißt du was, ich nenne dich jetzt. Obwohl sowas wie Myrtle oder so ist auch geil, ne? Aber wir wollen es ja nicht zu schrecklich machen. Und zwar bist du jetzt die Minka. Du hast natürlich noch einen Nachnamen. Oh, können wir dich auch Miss Minka oder so nennen? Miss Minka von zugenäht. Oder Miss Minka von Flicken oder so. Das wäre auch so dumm, ne? Ja, Schlotterstein ist so der typische gruselige Name, in Anführungsstrichen, den ich immer nehme. Du bist jetzt... Pass auf, ich möchte dich aber gerne Miss Minka nennen. Du bist Miss Minka von... was gibt's denn auch gruseliges, vampirisches... Du bist die Miss Minka von... Was gibt's denn noch? Was gibt's denn noch bei der kleine Vampir? Wie heißen die denn so, abgesehen jetzt von Anton Bohnensack? Boah, bei Namen muss ich echt immer ewig überlegen, ne? Was wird denn vorgeschlagen? Vielleicht können wir uns Inspiration holen. Miss Minka von Schwarz ist schon mal cool. Kreiz. Jansen Mertens. Jansen... Ja, es
sind ja so die normalen Namen, ne? Weber. Offermann. Tyson. Bauer. Miss Minka von Bauer. Heck. Mertens. Meier. Miss Minka von Schwarz. Ich nenne dich jetzt Miss Minka von Schwarz. Ich habe gerade überlegt von Black, aber klingt natürlich blöd. Miss Minka von Friedhof ist blöd. Also von Schwarz finde ich schon geil. Miss Minka von Schwarz, aber wirklich auch Miss Minka? Ja, Madame Minka passt jetzt nicht so. Doch, du bist Miss Minka von Schwarz. Und ich weiß nicht, wie wir dir ein Halsband besorgen, meine Liebe. Es tut mir sehr, sehr leid. Es tut mir aufrichtig leid. Ich weiß es nicht. Vielleicht hätte ich dir auch gerne ein lustiges Hütchen aufgesetzt. Aber, huch. Aber ich weiß es gerade echt nicht mehr, ne? Zu lange her und zu wenig damit gespielt. Ja, nach Rasse suchen bringt ja nichts. Schwänze, ich kann noch mal kurz durchgehen. Fellfarbe, Fell ist alles unsinnig. Anstrichmodus wollen wir nicht. Schnell wieder weg. Und auch wenn ich hier drauf gehe, kriege ich ja nichts. Nichts anderes. Klar, das ist das ganze Gesicht. Schade. Schade, schade. Wisst ihr, was ich gerade nochmal mache? Ich möchte nochmal gerne zum Fell. Ist das hier denn wirklich tiefes Schwarz? Ah, das ist jetzt... Ah, Moment. Das ist das hier, ne? Ja, doch, das ist das Dunkelste, was es gibt. Aber ich kann doch, pass mal auf. Ach nee, das ist ja wieder nur der Anstrichmodus. Gut, dann muss ich das alles mehr oder weniger anmalen, ne? Können wir dich denn vielleicht noch generell ein bisschen dünner machen oder so? Das geht gar nicht, ne? Also zumindest nicht so wirklich. Nicht so wirklich. Du bist aber jetzt schon noch eine Babykatze, ne? Ah! Ah! So sieht sie dann größer aus. Oh Gott, das hier, hier schrecklich mit dem Hinterteil. Wiegt ja gerade so ein bisschen wie ein Pferd, oder? Also hier so winzig. Wie sieht sie als alte Katze aus? Oh. Oh. Oder wollen wir der Marie eine alte Katze geben? Ich finde die gerade so cool. Mit dem Buckel hier hinten, ne? Ach komm, das ist süß. Doch, das ist niedlich. Miss Minka von Schwarz. Du wirst jetzt in den Haushalt von Marie und Maike und den netten Männern und natürlich Mali einziehen. So, so. So, wo ist denn die kleine Miss Minka? Ich werde jetzt übrigens nicht immer Miss Minka sagen, sondern einfach nur Minka, aber... Hey, huch. Hey, was ist mit dir? Du kleine Süße. Die ist ja wirklich winzig, ne? Die ist ja echt winzig. Hey, geh doch mal ins Haus. Geh doch mal ins Haus, wie hier einfach alle zu spät zur Arbeit kommen, ne? Finde ich ja auch schon wieder großartig. Marie, was machst du? Sitze da rum. Oh, schaut mal, Leute, Dante hat noch seinen Anzug an. Wobei, nein, das ist der gar nicht. Dante, was machst du? Oh, wie schön sie einfach singt, ne? Oh, im Vergleich zu Rachel in der letzten Folge. Oh, schön, Marie. Ohne Spiegelbild. Möchte ich gerne von vorne sehen, ohne dass der Spiegel dazwischen ist. Blöder Spiegel. Oh, wie schön. Was machen die anderen? Henry, wo bist du? Oh, ihr seid auch so niedlich, ne? Küsst ihr euch? Küssen, ja bitte. Es ist gerade echt schön, dich hier wiederzusehen. Ach ja, ich schwelge in Erinnerungen und bekomme wieder richtig Bock hier. Dante, wo bist du? Der steht da rum. Richtig Bock hier wieder mit allen so ein bisschen zu spielen. Aber gut. Ach ja, Leute, das Haus, ne? Das Haus, das Haus. Und Miss Minka, wo bist du jetzt? Du sitzt hier draußen rum. Geh doch mal rein. Geh doch mal rein. Was macht die Mali? Die räumt auf, ne? Naja, gut. Ich hab's jetzt in erster Linie... Dante. Ich habe es jetzt in erster Linie nur gemacht, in der Hoffnung, dass sie halt mal in die Praxis kommt. Ich werde aber natürlich nach und nach auch anderen bekannten Haushalten noch ein paar Tiere geben. Vielleicht kommen die ja mal vorbei. Und irgendwann werden wir auch diesen Haushalt hier wieder sehen, weil ich mag die nämlich eigentlich alle voll gerne. Nicht wahr, Dante. Und ich hoffe, ihr seid in der nächsten Folge wieder mit dabei, dann wieder in der Tierklinik. Wie starr er einfach ist. Schaut mal, er macht gar nichts. Ah, der Herr bewegt sich.
Gut, Leute, oh Gott. Gut, Leute, bis zum nächsten Mal, bevor ich jetzt noch viel mehr Unfug mache. Ja, bis zum nächsten Mal. Schön, hier alles wiederzusehen. Tschüss.